Was werden wir morgen essen? Sollte die EU einen genaueren Blick darauf werfen, was wir auf unseren Tellern haben? Und den Biogedanken im Hinterkopf, wohin steuert unsere Landwirtschaft? Um auf diese Fragen Antworten zu finden, sprechen wir heute bei iTalk mit Dacian Cioloș, dem rumänischen EU-Kommissar für Landwirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raumes. Herr Cioloș, guten Tag, habe ich Ihren Namen richtig ausgesprochen? Guten Tag, ja, sehr gut. Schnelle Frage, schnelle Antwort. Starten wir mit unserer ersten Frage bei iTalk. Hallo, ich heiße Josephine, ich bin aus Belgien. Ich habe eine Frage zur gemeinsamen Landwirtschaftspolitik. Wie ich weiß, bekommen einige große Betriebe sehr viel Geld von der EU. Wie sieht es aber mit kleineren Landwirten aus? Nun, der Agrarbereich erhält aktuell 40% des EU-Budgets, rund 56 Milliarden Euro, richtig? Ja, es ist ein bisschen weniger als 40%. Im europäischen Rahmen mag das noch sehr viel sein, im nationalen eher wenig. Es ist der erste und einzige Politikbereich, der vollständig vergemeinschaftet ist. Das bedeutet, dass alle Mitgliedstaaten ihre Agrarbudgets zusammenwerfen und dann zusammen über die Verwendung der Gelder entscheiden. Den Landwirten kommt das Geld in jedem Fall zugute, nicht nur einigen wenigen. Auch die kleinen Landwirte erhalten ihren Anteil. Mit unserer Reform wollen wir nun gewährleisten, dass sie dieses Geld noch einfacher abrufen können, da wir die entsprechenden Prozesse für Kleinlandwirte verschlanken. Die gemeinsame Agrarpolitik ist dennoch umstritten, da es Staaten gibt, die kaum etwas zum EU-Budget beitragen. Aus diesem Grund hat man über die Agrarpolitik oft gestritten. Wie gesagt, es ist der einzige Politikbereich, der seit langem komplett vergemeinschaftet ist. Dabei hat sich die Agrarpolitik aber stets reformiert und den Bedürfnissen der Bürger angepasst. Das war im Grunde ein fließender Prozess. Eine andere Frage für Herrn Cioloș. Stéphanie Georges, ich komme aus Belgien. Mich interessiert die Zukunft der europäischen Agrarpolitik. Ist das eine nachhaltige Politik? Ich glaube, das würde auch andere junge Menschen sehr interessieren. Vielen Dank für eine Antwort. Gute Frage, oder? In der Tat, denn sie betrifft den Kern der aktuellen Agrarreform. Die Zukunft der Landwirtschaftspolitik liegt sowohl im Bereich der Nahrungsmittelproduktion als auch in Nachhaltigkeit und einem verantwortlichen Umgang mit den Ressourcen. Was meinen Sie mit Produktion, Anbaumethoden? Es geht darum, Nahrungsmittel für uns Europäer zu erzeugen, wie auch für den Export. Wir wollen doch Qualität exportieren. Das bleibt eine Herausforderung in einer Welt, in der die Nachfrage stets größer ist als das Angebot. Die Agrarpolitik spielt in Europa aber auch deshalb eine sehr wichtige Rolle, weil sie den Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen berührt. Erde, Wasser und die Artenvielfalt. Darum wird eine nachhaltige Entwicklung hier auch immer ein wesentlicher Bestandteil der gemeinsamen Agrarpolitik bleiben. Eine weitere Frage bei iTalk. Hallo, ich bin Marie Dujeu, Belgierin. Ich frage mich, ob ich denn sicher gehen kann, dass wirklich alles Bio ist, wo Bio draufsteht. Kann man wirklich davon ausgehen? Kann die EU uns das garantieren? Natürlich. Neben der Verpflichtung der gemeinsamen Agrarpolitik auf verantwortungsvolle Produktionsmethoden gibt es ja noch meinen Kollegen John Daly, der sich nur um Lebensmittelsicherheit kümmert. Soll bedeuten, wir haben in der EU ein separates System, das sowohl die Kontrolle und Rückverfolgbarkeit von Nahrungsmitteln garantiert. Das stellt sicher, dass es hier keine Interessenskonflikte zwischen den beiden Politikbereichen gibt. Läuft das nicht auf zu hohe Kosten? Nein, denn die Gesundheit unserer Bürger kann uns nie zu teuer sein. Für die europäische Agrarpolitik steht eine nachhaltige Landwirtschaft deshalb im Mittelpunkt ihrer Interessen. Die Europäische Kommission wird sie daher auf jeden Fall in ihrer künftigen Agrarpolitik verankern. Eine weitere Frage in iTalk. Sandra Saez Moreno. Ich bin Sandra Isabel Moreno aus Spanien. Wieso gibt es in Zeiten der Krise immer noch Landwirte, die aus Wut über die EU und ihre Agrarpolitik ihre Produkte vernichten?
So etwas kommt mittlerweile nicht mehr so oft vor. Wenn Sie sich vielleicht erinnern, vor 10, 15 Jahren hatten wir noch große Probleme mit Überproduktion. Heute gelingt es uns schon, das alles wesentlich effizienter zu steuern. Wieso gibt es in einer hungernden Welt eigentlich noch sogenannte Überproduktionen? Nun, systematische Überproduktion gibt es kaum noch. Es gibt Situationen, in denen aus welchem Grund auch immer die Nachfrage zurückgeht. Das können auch konjunkturelle Gründe sein, wie zum Beispiel bei Milch im Jahr 2009. Wenn ein Landwirt seinen Hof auf 10 Jahre plant, dann kann er oft seine Produktion nicht flexibel genug anpassen an Angebot und Nachfrage. Darum brauchen wir die gemeinsame Agrarpolitik. Damit die Verbraucher kontinuierlich versorgt werden und die Landwirte auch bei Korrekturen trotzdem konstant ihren Lohn erhalten, sodass sie investieren und von der Landwirtschaft leben können. Schnelle Frage, schnelle Antwort, so ist das bei iTalk. Nächste Frage. Ich heiße Ariane Willems, ich bin aus Belgien. Herr Czolos, wird Europa etwas bezüglich der zur Verfügung stehenden Anbauflächen unternehmen? Wie wir wissen, wächst die Weltbevölkerung unaufhörlich, während die Anbauflächen schrumpfen. Wie wollen wir da künftig unsere Ernährung sicherstellen? Hat Europa auf diese Frage eine Antwort? Sehen Sie das ähnlich? Ja, zuerst ist der Boden in der EU ein Produktionsmittel, um die Europäer zu ernähren. Dann ist er aber auch öffentliches Gut, denn Artenvielfalt, Qualität des Wassers und der Erde hängen von einem schonenden Umgang damit ab. Darum setzt die EU sich für nachhaltige Landwirtschaft ein. Gleichzeitig aber sollte es uns die gemeinsame Agrarpolitik ermöglichen, dass wir uns in Staaten Afrikas, Asiens oder Südamerikas nach weiterer Ressourcenerschließung umsehen. Den Planeten zu ernähren, kann nicht nur von europäischem Boden aus gelingen. Europa ist Vorbild für andere, wollen Sie das damit sagen? Nicht unbedingt. Wir sollten aber sicherstellen, dass die Entscheidungen, die wir in Europa treffen, nicht negative Folgen für andere Länder haben. Letzte Frage in iTalk heute zur Landwirtschaft. Hallo, ich heiße Barbara und bin aus Italien. Ich möchte wissen, was die Europäische Union mit all ihren Überschüssen aus landwirtschaftlicher Produktion tut, in einer Welt, in der zum Beispiel in Entwicklungsländern immer noch gehungert wird. Problemi di mancanza di cibo nei paesi in via di sviluppo, per esempio. Grazie. Sie sagten schon, dass es zu weniger Überproduktionen kommt als früher. Von Überproduktion in größerem Maß kann tatsächlich kaum gesprochen werden. Seit der Jahrtausendwende hat sich das geändert. Okay, wenn ich den größeren Umfang, wo gibt es überhaupt noch Überproduktion? Es kann ab und zu welche geben. Es kommt drauf an, in einem Jahr kann es Gemüse sein, im nächsten dann vielleicht Milch. Was aber klar ist aktuell, dass die Nachfrage nach Lebensmitteln weit größer ist als das Angebot. Wir müssen dabei stets sicherstellen, dass diese konstante Versorgung des Marktes mit Nahrungsmitteln aller Art durch die Landwirte diese auch ausreichend entlohnt und dadurch ermutigt, ihre Betriebe weiterzuführen. Das ist die große Herausforderung in Europa. Nicht Produktionsüberschüsse, sondern die Landwirte bei der Stange zu halten, weiter ihrer schönen, aber oft schweren Arbeit nachzugehen. Nun in einem Satz, in Ihrer Kristallkugel, wo sehen Sie die europäische Agrarpolitik in 10, 15 Jahren? Die Agrarpolitik muss weiter ein Politikbereich sein, der die Landwirte in ihrer Arbeit unterstützt. Die gemeinsame Agrarpolitik der Europäer muss den Verbrauchern sowohl Qualität als auch ausreichende Versorgung mit nachhaltig erzeugten Lebensmitteln garantieren. Ein anspruchsvolles Programm. Ich hoffe, dass Sie es schaffen, das zu realisieren. Vielen Dank, Dacian Czolos, dass Sie bei uns waren. Nächste Woche sind wir mit iTalk im Europäischen Parlament. Bis dahin.